Auf geht's in den Kampf. Das erinnert mich, die Arena erinnert mich so ein bisschen an Oblivion, ne? Muss man sagen. Ich glaube, das haben die da abgekupfert. Und jetzt, meine Freunde, haben wir für euch eine Gruppe Sklaven, die gewillt ist zu morden, um zu uns, den wenigen Privilegierten, aufzusteigen. Sie werden kämpfen, sie werden sterben und alles nur für euch, zu eurer Unterhaltung. Sterb! Sterb! Hallo? Alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Wo ist der andere? Da ist er. Alles mitnehmen, was ich kriegen kann, ey. Und es steht nur noch einer! Jawohl, einer, liebe Freunde! Was für ein fantastischer Kampf! Wie weit wird dieser Sklave gehen? Mal sehen. Bin mir noch nicht so sicher, wie weit ich kommen werde. Aber. Ah, gut, dass ich den hier trage. Wegen der Strahlenresistenz. Das ist mal gut. So. Das kann weg. Was habe ich denn noch so dabei? Okay, schnell raus hier. Was ist das? Gott! Raus hier! Raus hier! Werde ich geheilt von meiner Strahlung? Ich hoffe doch. Aber wohl, ich habe eigentlich genug Redaway dabei, glaube ich, um mich ein bisschen. Na gut, aber nicht für ewig, ne? Mensch, sehr beeindruckend, Sklave. Das waren ein paar der härtesten Hiwis, die es hier gibt. Du hast Kampfgeist. Aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen. Escher hat sich für deinen nächsten Kampf sicher was ganz Besonderes ausgedacht. Hier ist was gegen die Red-Belastung. Oh ja. Genieße es, solange du das noch kannst. Komm wieder, wenn du zu deinem nächsten Kampf bereit bist. Oh, wunderschön. Gut, ich bereite mich mal vor. Obwohl, so viel Leben habe ich gar nicht verloren, ne? Vorbereitung? Pff. Ich brauche keine Vorbereitung. Was haben wir alles hier dabei? Wir haben eine schöne Kampfflinte erobert. Hier ist sie. Nicht das, sondern das. Das Sturmgewehr kann weg. Wir haben jetzt ein chinesisches Sturmgewehr. Das müssen wir nicht mit uns mitschleppen. Nahkampf, waffenlos. Mein Gamma-Strahlen-Dingskirchens, ne? Aber solange ich. Obwohl. Werfen wir das mal hin hier. Braucht doch kein Schwein. Ich muss aufpassen, wie viel ich trage, ey. Und hier trage ich schon verdammt viel mit den Zigaretten und allem. Energiezellen? Okay. Joa, ich bin bereit für die nächste Runde, würde ich sagen. Achso. Ja. Du schon wieder? Ich bin bereit für den nächsten Kampf. Ich würde mich an deiner Stelle diesmal lieber nicht auf mein Glück verlassen. Ich hoffe für dich, dass du wirklich bereit bist. Gegen wen kämpfe ich diesmal? Escher sagte, dass er diesmal einen tollen Kampf haben will. Darum hat er dir die Bärbrüder zugeteilt. Das sind ganz gemeine Kerle. Gerüchten zufolge sollen die beiden sogar schon halbe Trocks sein. Aber du wirst dich bestimmt gut halten. Sehr gut sogar. Na dann mal los. Ausgezeichnet, das höre ich gern. Nur zu. Aber bevor wir das machen, habe ich nämlich einen Einfall. Wir nehmen das Sturmgewehr. Die ganzen Rüstungen hier. So, das ist nämlich unsere Beute. Die werden wir hier in diesen Spind packen. Sturmgewehr. Ja, sehr schlau, Zero. Ja, wie immer. Sturmgewehr. Menschenhilfe brauchen wir auch nicht mehr. Und das kann alles weg. Okay, wie viel Strahlung habe ich? Ist das jetzt komplett weg oder hat sie nur einen Teil weggemacht? Wo sehe ich das nochmal? Strahlung, ist das da oben? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Ins Loch. Sie sind grausam. Sie sind brutal. Sie
Sie sind hier, um diesen Arbeiter in seine Schranken zu weisen. Die unbesiegbaren Bärbrüder! Tja, unbesiegbar. Dann wollen wir mal sehen, ob sich der Neuling gegen diese eingefleischten Kämpfer. Ich hab auch einen Flammenwerfer, du Arsch. Oh Gott. Lad nach, lad nach. Achso, er ist verbrannt. Das nehmen wir mit. Da, da, da. Ich gehe mal hier in die Ecke, da ist die Strahlenbelastung nicht so hoch. Oh Gott, Todeskrallenhandschuh. Oh Gott. Da, da, eiskalten Todeskrallenhandschuh. Oh, Gamma-Abschirmrüstung, sauber. Meine Freunde! Naja, okay, er hat zu Ende gesprochen. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, ich unterbreche nicht das Gespräch von dem Ansager. Oh, meine Nase juckt. Okay, puh. Nicht übel, Kuli. Wirklich nicht übel. Die Bärbrüder waren hundsgemeine Mistkerle. Noch ein einziger Kampf und du wirst frei sein. Aber an deiner Stelle würde ich mir keine Hoffnungen machen, den nächsten Kampf zu überleben. Hier ist eine Spritze gegen die Red-Belastung. Komm wieder, wenn du zu deinem letzten Kampf bereit bist. Oh, letzter Kampf. Sehr gut. Dann wollen wir uns mal vorbereiten. So, da unsere Rüstung aber noch nicht so stark belastet ist, weil wir einen zweiten Flammenwerfer haben. Hua! 57! What the fuck, geht ab, Nigga! So, jetzt geht's richtig ab. Der Todeskrallenhandschuh ist krass. Ich meine, wäre ich jetzt Nahkämpfer, würde ich sagen, wow, aber naja. Ich zieh ihn mal an, um zu gucken, wie er aussieht. Oh, guck das hier an. Was? Ja, ich hatte mir die Animation ein bisschen cooler vorgestellt. Aber naja, wir laufen jetzt erstmal hier mit dem Todeskrallenhandschuh ein bisschen durch die Gegend. Weil er einfach so cool aussieht. Und suchen uns erstmal ein schickes, gemütliches Bett. Oh, ich kann raus. Ich muss nur ein Bett suchen und dann können wir zurück zum letzten Kampf. Wer hätte gedacht, dass das so schnell geht? Ich dachte irgendwie, da kommen mindestens 5 Kämpfer auf uns zu. Aber es sind nur 3. Oh, Altmetall. Viel Glück dafür. Wir zählen auf Sie. Danke. Aber erstmal brauche ich ein Bett. Sonst bin ich am Arsch. Ich frage mich, ob ich 2 Todeskrallenhandschuhe tragen kann. Aber ich glaube nicht. Nee, das ist ja kein Skyrim. Ich kann nur eine Waffe ausrüsten. Schade, schade. 2 wären cool. Stell dir vor, so 2 riesen Krallen in den Händen. Dann wirkst du jemanden damit. Uah. So. Weißt du was? Wo ist mein Todeskrallenhandschuh so weg? Flammenwerfer wieder ausrüsten. Ja, es läuft hier ein Sklave mit einem Flammenwerfer durch die Gegend, ey. Jo, komplett sichere Sache hier. Hier, guck. Die tun ja nicht mal was. Hey, Kollege, guck mal. Das interessiert dich nicht. Das interessiert dich nicht. Das ist so krank. So. Tja, ich krepiere aber nicht. Oh, schlafen. Huhuhuhu. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurück. Jetzt sind wir gut ausgeruht. Wir machen die nächsten Platte. Egal was kommt, das ziehen wir durch. Gar kein Problem. Naja, finde ich auch. Es geht richtig ab, mein Freund. Richtig ab. Ich frage mich, ob ich irgendjemanden so einem Todeskralle unterjubeln kann und dann zieht er sie an. Das wäre cool. Ah, die schrauben da dran rum. Ah. Warte, warte, warte. Ich
schleichen uns da mal hin. Wir mussten das Gespräch belauschen. Ich bin doch nicht blöd. Ich sag's ja nur, nach dem, was letztes Mal passiert ist. Ich weiß. Keine Angst, ich werde vorsichtig sein. Gut, wir können uns keine weiteren Fehler leisten. Ich denke mal, eure Mission war erfolgreich, oder? Alles unter Kontrolle. Gut. Ich denke mal, eure Mission war erfolgreich, oder? Jeder weiß, dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Gut. Ich denke mal, eure Mission war erfolgreich, oder? Alles unter Kontrolle. Wir sollten es besser nicht vermasseln. Was ist denn los? Das kann nichts Gutes bedeuten. Jammern die da jetzt rum, oder was? Was hat der Gesichtsausdruck zu bedeuten? Gibt's was zu sagen? Asher hat ein Heilmittel. Ein Heilmittel für was? Die Seuche. Wir reden hier vom Ende der Trogs. Ein für allemal. Was? Echt jetzt? Wer zum Teufel hat das gesagt? Es gibt hier sehr wohl noch andere, die Beziehungen haben. Schön, dann raus mit der Sprache. Und Schluss mit dem selbstgefälligen Grinsen. Ach so, er hat ein Heilmittel. Ach so, er hat ein Heilmittel und es ist nicht ganz klar, was es ist, wo er es hat und was er damit zu tun gedenkt? Was? Mehr weiß ich nicht. Aber das sind trotzdem erstklassige Infos. Das ist mir zu doof, ey. Ganz ehrlich, die quatschen da nichts Neues. Hab da jetzt eine Weile lang zugehört und das ist einfach nur Kacke. Ich meine, wir wissen, dass er ein Heilmittel hat. Ich meine, wir sind auch ein Sklave, wieso pfeifen die weg? Kann er mich doch dazustellen und mitplaudern? Kann ich sagen, ja, hey, das Heilmittel, ja, das besorge ich schon, Leute, kein Problem. Nein, pfeift mich weg, ihr Pisser. Was hat sie vor? Sie sind unsere Größte. Okay, ich glaube, die will einfach nur fliehen wie die anderen Idioten und dann sterben. So, zurück zum Loch. Hier geht's lang. Ich bin zurück. Ich habe schon 2 Siege gemacht, ey, so eine Schlampe. Quatscht die da über mich? Nehme als werde ich verlieren. Du schon wieder? Dies wird dein letzter Kampf sein, Hiwi. Nur noch ein einziger Kampf und ich kann dich nicht mehr Hiwi nennen. Bereit? Gegen wen kämpfe ich? Du trittst gegen Kruber an. Er ist einer der ganz wenigen Sklaven, die je im Loch gesiegt haben. Bisher schafften das erst... wie viele? 3? Ich glaube, er hat Blut geleckt. Zu deinem Unglück hat er aber eine ziemlich gute Schusswaffe. Dies wird also wahrscheinlich unser letztes Gespräch miteinander sein. Aha. Ein Sklave, der sich selbst befreit hat und dageblieben ist, um zu kämpfen als Sklave. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Vollidiot. Aus! Rein da. Ich mache ihn fertig dafür, dass er andere Sklaven verrät. Was ist denn das für ein Spasti, ey? So doof kann man doch nicht sein. Der Sklave war gewillt, für seine Freiheit zu töten und zu sterben. Aber wie wird er sich wohl gegen den letzten Sieger halten? Hier ist Gruber! Unbesiegt im Loch sucht Gruber immer noch nach einem würdigen Gegner. Okay, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Nur einer wird heute lebend das Loch verlassen. Lass die Tonnen fallen. Der Kampf kann beginnen. Scheiß Gruber, ey. Fehler, in die Ecke zu gehen, du Arsch. Danke. Oh, Metallhelm. Wunderschön.
Oh, ganz viele Gamma. Dinger des Kirchens. So, wir reparieren mal das hier. Den Metallhelm ziehe ich an. Und das war's. Waffen. Er hat mir doch irgendeine Waffe gegeben, ne? Infiltrierer. Kann ich den reparieren mit irgendwas? Nee. Oh, sieht cool aus. Ich muss ein bisschen was loswerden. Komm, scheiß drauf. Und Gruber geht zu Boden! Der Champion ist gestürzt! Ein neuer Sklave erhebt sich aus dem Dreck! Heißt ihn herzlich willkommen! Durch die heftigen Kämpfe im Loch sind sie stärker geworden. Sowohl ihre Strahlungsresistenz als auch ihre Schadensresistenz hat sich erhöht. Oh, sauber. Das wird mir helfen. Definitiv im Spiel. Gut, dass ich das ja das Addon als allererstes gewählt habe. Ah, jetzt kann es richtig abgehen. Jetzt bin ich richtig gewappnet.